Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Doom and Destiny Advance in einer neuen Folge. Ja, und wir sind immer noch in dieser Höhle und drücken jetzt hier den Knopf, weil da passiert was ganz was Tolles. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir in diese Höhle gekommen sind, aber wir haben ein Geheimnis gefunden, weil wir so clever sind. Ja, wunderbar. Ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Das ist ja ganz toll. Einen diabolischen Flegel des Schwarzen Ritters haben wir gefunden. Okay, und dann hier eine Tasche voll Fledermaus-Gummitiere. Na gut, Gold. Luftnuggets, das ist auch schön. Du stehst vor einem ausgehungerten Tor. Dieses Tor öffnet sich nur, wenn du 75 Rationen in einen Schwung ausgibst. Ja, komm, füttern wir. Was? Hat mich das Ding angerülpst? Das hat mich einfach angerülpst. Ein weiteres Geheimnis. Oh. Oh, oh. Ja, halb so wild. So, wir haben hier, Attacke. Dann hier auch Attacke. Ich habe fast keine MP, sehe ich gerade. Mehr Attacke. Ah, cool. Ich habe gerade einen Lautstärkeregler an meinen Kopfhörer gefunden. Was für eine Freude. Ja. Attacke. So. Und weitere Attacken. Wir sind dreifach gedizzied. Ja, was das auch immer genau für ein Status ist. Ich weiß es ja selber nicht so genau. Aber gut, wir überleben es ja trotzdem. Juhu. So. Ah, schön. Oh, Francis ist im Level gestiegen. So, Francis ist der Grüne, ne? Ja. So. Prozentsatz, um eine Ausweichung zu aktivieren, nämlich eine Ausweichung. Die Schäden- und Zustandstoken halbiert. Bestimmt die Geschwindigkeit im Kampf. Je höher der Wert, desto mehr Aktionen können ausgeführt werden. Ja, mach mal das mal. Akzeptieren. Passt. Oder war er der Grüne? Ja, schon. So. Feuerfragmente. Oh. So, wieder ein paar Rationen, die nicht richtig angezeigt werden. Was haben wir da? Ein Schrein, errichtet für irgendeine dumme Gottheit. Ich könnte höchstens Geld spenden und hoffen, dass es beim Bau einer besseren Statue hilft. Willst du 17 geben, um geheilt zu werden? Ja, bezahlt das fliegende Spaghetti-Monster. Ist okay, danke. Das Team wurde um 100 LP und MP geheilt und ist jetzt gesegnet. Das Team verdient jetzt mehr Golds nach jedem Kampf. Das ist natürlich ganz schön. So. Sehr schön, ein paar, also Stahldrahtzahnbürsten, kann man das öffnen? Ja, das kann man öffnen. 18 Golds, okay. Gut, ja, 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 war jetzt nicht schlecht, ist schon okay so. So, oh, hier sind wieder seltsame Viecher. Ich habe wieder, okay, könnte ein bisschen, mache ich, so. Landpirat B, heißer Magier, Landpirat A, mach mal heißer Magier, fühl die Macht. Ja, so, genau, töten wir den gleich. Dann ist zumindest einer schon mal weg. Betäubender Schlag. Nicht alle auf John. Oh, das wirst du bereuen. Okay, Johnny ist jetzt, hat ein bisschen Akku gezogen. So, gut. Ja, komm. Easy. Und nochmal. Und tot. So. Held des Auenlandes. Okay. Interessantes Nebenquest. Na gut, dann wieder raus hier. Haben gut gemacht. Oh, das ist ja alles schon, das ist ja alles leer. Was ist das für ein Scheiß? So, du, was? Du bist voll Zeug, hör auf deinen Sammelwahn. hör auf mit deinem Sammelwahn und lass liegen, was du jetzt nicht tragen kannst. Oh, das ist aber schade. Da müssen wir schauen, kann ich denn irgendwas machen damit? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Verdammt, ich muss mehr Zeug verwenden. Okay. Bitte um einen Kampf. Ah. Sehr schön. Zum Glück haben wir den Ritter mit, der... Alter, was ist... Ach ey, oh, 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 oh. Ich sehe gerade, das könnte schwierig werden. Ich würde sagen, wir machen zuerst den roten Drachen tot. Und ich hätte mich vorher heilen müssen, vielleicht. So, feines Steak auf Nigel. So, Francis macht einen Schleich. Giftpfeil. Ah, ja, ich muss ja Schleichangriff, weil ich den Drachen töten muss. Gerade mal, wer dich gehauen hat. Ich war's. So, das verursacht Brennen. Hat der irgendwas, wo er Zeug braucht? Nee. Machen wir das. Auf alle. Oh, der Drache, da hat's natürlich nichts gebracht. Super. Alter, immer gleich. Nein, ich... Toll. Ah, ernsthaft. Ham, ham. So. Schlachtruf verursacht das. Okay, Machtangriff.
Toll, ich glaube, ich kann ihn ja nicht heilen, oder? Boah, dieser Drache, der ist echt ein bisschen fies. Gut, weil Nigel halt auch nichts aushält. Das ist halt das Problem auch ein bisschen. Ach, Wiederbelebung haben wir sogar mit, Gott sei Dank. Erheb dich im Namen der Spaghetti. Super. Was ich hab... Ach, toll. Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen. Das ist ja ganz toll. So. Moment, 26 Schaden. Ich muss diesen blöden Drachen, der ist erst... Toll, Johnny ist tot. Super. Heieiei, das wird ein teurer Kampf. Super, Schlafheilsteak, Mana-Trank. Haben wir jemanden mit, der... Ich könnte Schlaf auf alle, dann würden die anderen mal schlafen. Ja, zumindest irgendwas. Damit wir den roten Drachen vielleicht dann töten können. Toll. Oh, Johnny hat es gerade so überlebt. Da bin ich ja froh. So. Es wird eine teure Geschichte. Weil jede Wiederbelebung kostet 100. Okay, Gott sei Dank, der Drache ist tot. So. Die sollten eigentlich auch das irgendwie... Komm, wir hauen einen Giftpfeil raus. Einfach nur, damit ich ein bisschen Zeug auch verwende. Ja. Johnny ist tot. Mana-Trank brauchen wir. Naja, gut, bräuchten wir auch, aber jetzt erstmal, komm. So, nochmal Wiederbelebung, damit der Erfahrung bekommt, weil ich glaube, er bekommt nur Erfahrung, wenn er lebt nach dem Kampf. So, und jetzt mit Attacken diese blöde Echse kaputt machen. Wahrscheinlich hätten wir diese komischen Echsen vorher kaputt machen sollen. Aber naja, wir sind halt nicht gut. Kein Anspruch auf Gutheit hier in diesem Let's Play. Ach, das war das, also das war jetzt puh. Das war jetzt schon echt eher puh. So. Ich habe nicht sehr viel Essen. Warum habe ich eigentlich keine... Moment, Kräfte. Warum habe ich... Ach so, weil er... Ich hätte ihn vielleicht nicht auf Ritter umstellen sollen, aber ich brauche Ritter. Spalten. Warum haben wir eigentlich Spalten? Spalten. Ein paar Klapse zufällig in die Menge ausgeteilt. 30. Gut, Machtruf machen wir eigentlich relativ selten, weil Johnny ja auch nicht so viel aushält, oder? Ich würde sagen, dass wir hier statt Machtruf Spalten reintun. Gut, hier habe ich aber nur Wiederbelebung und Rückzug noch. Hm. Keine Heilung. Okay, na gut, hilft dir nichts. Ein bisschen doof. Sammler Kellenreplik des Koch. Ich bin ein Held und kein lahmer Koch. Ich bräuchte sehr viel Rationen, um etwas Essbares vorzubereiten. Nö. So, Salamanderspieß. Okay. Oh, oh, wow. Okay, das zahlt sich schon aus. Schon ein bisschen viel Gold. Wobei das ist weit weniger Gold, als ich jetzt für die Wiederbelebung gebraucht habe gerade. So. Machen wir mal Feuer auf alle. Ach Gott, Schlaf wäre schön gewesen. Machen wir mal Feuer auf alle. So, aber wir können ja eins machen. Mana-Trank jetzt auf Nigel, damit er dann nächste Runde Schlaf machen kann. Vertrau mir, ich bin Magier. Was? Ernsthaft? So, die sind eh... Na gut, die sind eh fast tot. Die halten ja gar nichts aus, diese kleinen Gnome. Betäubender Schlag! So, und nochmal. Oh, Zertifikat der Tapfer. Irgendwas Tolles haben wir bekommen. Was bringt uns das Zertifikat der Alchemie für Dumme? Wo war das? Edelsteine? Nee, Schlüssel ging da. Ein Beweis dafür, welche Ordnung und Sicherheit du ins Königreich der MacGuffins gebracht hast. Ja, toll. Da... Was kann ich damit jetzt? Weiß man nicht so genau. Drachenblut hat wiederbelebende Eigenschaften. Das ist, was die Alchemisten... Der erste Chemisten-Grabstein sagt. Okay. 11 Ether-Nuggets. Oh.
Das ist okay, und da kann ich mich da wiederbeleben? Nö, schade. Was? Was? Ich dachte, das war ein Geheimgang. Etwas Böses ist in dieser Welt geschehen. Magie verhält sich anders und die zufälligen Begegnungen kommen häufiger vor. Das geht nicht gut aus. Ich nehme da trotzdem dein Essen mit, ne? Was ist das für ein seltsames Buch? Chemieset, okay. Und du stehst vor einem Alchemietor. Dieses Tor öffnet sich nur, wenn du 75 Reagenzien auf einmal ausgibst. Ja, machen wir, obwohl wir nicht so viel haben. Ich habe nur 69, das ist sehr schade. Ich bin der Geist eines mächtigen Zauberers und ich bin für dich da. Du findest Zaubererurne. Ah, das ist ja cool. Nigel kann jetzt als Zauberer spielen. Wenn Liebe zwischen Menschen und Drachen sprießt, wird ein Zauberer geboren. Was? Er ist ein arroganter Hexer, der die Elemente kontrollieren kann und mit die Elemente kontrollieren meine ich, dass er Feuerbälle in das Gesicht anderer schießen kann. Zauberer mögen Mana-Quellen, welche sie absorbieren können, ohne Gefahr zu laufen, fett zu werden. Super. Okay, schön. So, Kisten. Rute des Zauberers. Armschutz des Zauberers. Etwas mehr Zeug. Können wir immer noch nicht tragen. Ich muss echt mehr Zeug ausgeben. So, okay. Ektoplasma 42 Geschichten. Jetzt kann ich da... Ist da auch noch? Nee. Aber da sind Bücher und Zeug und überhaupt. Aber jetzt kann ich die Tür öffnen. Ja, bitte öffnen. Danke. So. Ein Schrein errichtet für irgendeine dumme Gottheit. Ja, nö, brauchen wir in dem Fall nicht. So. Aber hier ist der Schalter, da kann ich draußen dann hoffentlich... Ja, Gott sei Dank, ich kann nicht... Gott sei Dank. Okay, da muss ich nicht durch den ganzen Tunnel nochmal zurück. Da ist eine kleine Kiste, brennende Rute des Zauberers und Ätherfragmente. Magier kann jetzt Affinität 5 erreichen. Super. Jetzt bräuchte ich nur nochmal irgendwann wieder so einen Kristall. So, okay, dann, ein Berg. Was? Ach, ey. Oh ja, Jungs, tretet vor und betretet die Arena. Ein kosmisches Portal führt euch zu einem Ort, wo du die stärksten Machos triumphieren können. Ein Kampf zwischen Krieger aus allen Teilen des Multiversums. Oh yeah. Ja, danke. Nee. So, und Zeug kann ich immer noch nicht tragen. Ich muss echt ein bisschen mehr Zeug verwenden. Habe ich schon mal erwähnt, ne? So, und tschüss. Da, 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 da. So, oh. Wie bin ich da jetzt eigentlich hingekommen? Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Warum bin ich so schlecht? So, die Hühner. Mach mal den arbeitslosen Zauberer zuerst kaputt. So, alle mal mit Feuer befeuern. Oh, das ging schnell. So. War ich da oben schon? Ach, ein einzelner Baum. Das ist ja schön. Du hast ein Geheimnis gefunden. Wie clever von dir, weil ich clever bin. Ich bin der Geist eines klugen Rangers. Denk an mich. Notiz, Ranger. Bogen des Rangers. Stiefel des Rangers. Okay, ich glaube, Ranger, wir haben jetzt keine Urne, darum können wir die nicht mitnehmen, oder? Notiz, Ranger. In den Wäldern nördlich von Schlossstadt. Okay, ja. Sobald wir die Urne haben, können wir den auch sammeln, offensichtlich. Gut. Da, 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 da. Aber ich weiß jetzt echt nicht mehr. Nein, ouch, 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 ouch. Hör auf. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was eigentlich unsere Aufgabe war, ne? Voll verpeilt. Wir waren in dieser komischen Höhle. Spalten. Stimmt, Spalten haben wir jetzt auch auf zwei und zufällige. Mach mal einfach mal. Ach, zweimal auf ihn ist auch gut, ja. So, ich hoffe, Nigel überlebt das. Aber ich glaube schon. Nein! Ach, hat er immer noch. Komm, jetzt aber. So, gut. So, Moment, ich gehe jetzt ins Dorf. War das jetzt hier, wo wir in diesem geheimen... Ach, der hat jetzt einen Kristall, das ist ja schön. So.
Magier ausgerüstet und Zauberer. Kleriker hatte. Oder was hatte der? Nee, wer hatte das? Ach, das hatten wir noch gar nicht, oder? Das Heilen. Na egal. Zauberer, was kann der Schönes? Drachenträne, Magieresonanz. Minus 50% Resistenz. Lebendig Drache, Zauberer. Wäre ein Drache. Sollen wir das mal probieren? Ich weiß nicht. Level steigern, Erdnuggets und Äthernuggets. Ne, da können wir nicht steigern. Ich würde sagen, dass wir den Magier jetzt mal steigern. Komm, Eissturm. Ja, komm, machen wir. Magier erreicht Affinität 5. Eissturm und Aktivkampf-Slot. So, okay, passt. Gut. Hier, Ritter, also Kleriker, nö. Ritter, können wir denn steigern? Nee, weil wir keine Erdnuggets haben. Okay, Barbar, können wir den steigern? Nö. Huch, nein, ich wollte da nochmal. So. Ich meine, wir könnten Francis einfach als Koch mal anstellen. Der kann gar nichts. Happy Hour, Piezo, elektrisch und Meisterkoch, okay. So, ach, den könnten wir steigern, okay. Achso, da brauche ich 6. Nee, kann ich nicht steigern, okay. Gut, ja. Lassen wir mal so. So, Howdy, Jungs. Ja, eine Übernachtung für 40 Gold. Ja, komm, machen wir. So, passt, das haben wir erledigt. Es soll eine Pizzeria westlich von Schlossstadt geben. Ja, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. So, was wolltest du nochmal? Siehst du nicht, dass ich wische? Du kannst hier nicht lang. Ich will aber da lang. Ach Gott, dann eben nicht. Aber irgendwo hier war doch dann so ein Tunnel, oder? Wo kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wie ich da hinkam. Da waren wir schon. So. War das hier? Ach stimmt, da glaube ich ging ich rein, oder? Ne, da war diese Kiste. Es ist leider schon wieder so lange her. Ich muss öfter, glaube ich, spielen. Oh, Anrülpsung. Ich finde das so witzig, dass man echt eine Fertigkeit hat, Gegner wegzurülpsen. Ah, das ist, ja, dieser Humor ist schon grenzwertig zeitweise. Ach, da oben ist auch eine Kiste, okay. Gut, da waren wir, glaube ich, doch auch überall schon. Genau, hier dieser Laden, da waren wir auch schon. Bin ich dann wirklich da nach oben? Ne, wo bin ich da hingelaufen? Hier ist eine Taube. Ich brauche aber keine Taube. Bin ich da rein? Stimmt. Ah, im Schloss. Was genau? Wir sind dann durch den Hintereingang raus. Ich wollte nämlich eigentlich hier mal hoch. Oder? Wir müssen mal mit dem Chef hier sprechen. Haben wir das schon? Ah, hier ist eine Schatulle. Kann man die? Nö, kann man nicht öffnen. Schade. Oder habe ich mit dem schon gesprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, hier war ich noch gar nicht. Küche und Speisekammer sind auf dieser Seite. Unser bärtiger Kellner verkauft dir gerne einige herrliche Mittagsspeisen. Schauen wir mal. Die Königin ist nicht die große Trinkerin, deswegen liegen viele Flaschen vergessen im Keller. Es wird erzählt, dass eine Flasche seit mehr als einem Jahrhundert in einer Truhe liegt. Oh. Die haarigen Kellnerin arbeitet in der Küche. Wenn ihr was kaufen wollt, geht zu ihr. Hey, mutige Jugendliche, kann ich euch ein Abenteuermahl servieren? Ein großes Steak von fliegenden Mufflern mit wilden Tüften als Beilage. Ich stopfe mich, okay, da würde ich, nee, ich bin heute auf Diät. Weil Essen, da würde ich wieder Zutaten bekommen. Oh, ach. Ach, da ist ein Keller. Guck mal. Nein, ich muss das Fass... Ah, Ethernuggets, das ist schön. Ich dachte schon, ich muss das Fass hier irgendwie wegkriegen. So, wir klauen einfach alles im Keller. Bacchus Blut schaltet frei. Lecker Traube. Oh, lecker Traube. Das ist ja toll. Also können wir jetzt mit lecker Traube halt... Ach, das ist wieder nur ein MP-Dings. Lecker Traube. Das ist cool, dass wir mit Essen MP heilen können dann. Das passt gut. Reagenzien haben wir nämlich eh keine mehr. Diese Flasche mit Wein hier ist so alt, dass der Wein wie Essig schmeckt. Wir verwenden ihn als Salatdressing, aber keine Angst. Es ist eine magische Flasche, die niemals alle wird. Na, da bin ich ja sehr froh. Okay, jetzt haben wir da sonst noch nichts mehr. Überall sind so Schatullen in den Kästen. Ich will die mitnehmen. So, okay, gut.
Was ist da noch? Erzählt es nicht der Königin, aber ich wollte diesen ganzen blauen Staub aus dem Labor nicht einfach so wegwerfen. Also habe ich ihn in eine Truhe getan und diesen in die Speisekammer geworfen. Blauer Staub? Das tut man doch nicht. So. Dann kommt, dann nehmen wir die Kiste auch noch mit. Sieht ja eh keiner. Oh, Feuersteine. Ja, Ritter kann er nicht, weil er braucht noch Äthernuggets und so Zeug. Wir lagern viel verzaubertes Zeug in diesem Lager. Tränke und Fertigkeiten, schwarze Ritterurnen, solchen Kram halt, ne? Oh, schwarze Ritterurnen, das ist gut zu wissen. Danke dir. Ja, aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.